So, schaut es euch an. Hammer geworden. Probier jetzt mal auch. Total knusprig. Und total lecker. So, wir haben jetzt 20 Gramm Körner, Chiasame und Leinsame. Die tue ich ein bisschen aufschrote. Heute machen wir ein ganz leckeres Roggenkastenbrot mit Sonnenblumenkörner, 100 Gramm, das ist so eine Tasse voll. Dann haben wir hier Chiasame, Leinsame, die habe ich ein bisschen durch den MC gejagt, ein bisschen aufgespaltet, da gehen sie besser durch den Körper durch. Und noch ein Esslöffel Backmalz. Wer das hat, muss nicht sein. Dazu brauchen wir warmes Wasser, 300 ml. Kann schon gut warm sein. Salz dürft ihr nicht vergessen, das kommt aber erst ganz zum Schluss rein. Das kann man mal schon ein bisschen aufrühren, dass sich das gut vermischt. Jetzt habe ich hier noch Sauerteig. Seht ihr? Und das ist jetzt zum letzten Brot. Und da mache ich mir genau 100 Gramm rein. Das wiege ich mal jetzt noch ab, wie das schön aussieht. Ihr müsst berechnen, da ist ja auch Wasser drin. 34, 50, 73, oh, da bleibt nicht mehr viel übrig. Das sind jetzt 99, also 100 Gramm. So, und das tun wir jetzt nochmal gut verrühren, dass sich das schön auflöst. So. So, wenn ihr jetzt keinen Sauerteig habt, dann nehmt ihr einfach ein bisschen Trockenhefe. Dazu kommen 300 Gramm Roggenmehl und da mache ich noch 630 Dinkelmehl zu 100 Gramm. So, das Ganze wird jetzt gut verrührt, dass alles schön vermischt ist. Da kommt der Deckel drauf, schön in der warmen Küche stehen lassen und dann bekommt ihr ein tolles Brot. Und sehr, sehr lecker und voll mit Vitamine und ist richtig voll gutes Brot. Und jetzt kommt ein Deckel drauf und das lasse ich jetzt hier in der warmen Küche stehen. Aber mindestens 24 Stunden. Und danach könnt ihr backen. Ihr könnt es dann auch länger stehen lassen, wenn ihr möchtet. So wie ihr Zeit habt. So, die Form, die habe ich jetzt ein bisschen eingebuddet. Und da kommt jetzt noch ein Stück Backpapier rein. So, jetzt kommt unser Teig rein. Das ist alles super schnell gemacht. Aber der schmeckt aber auch super lecker. Das Ganze, das drücken wir nochmal schön an. Dann ist es schon fast fertig. Lasst das noch ein bisschen stehen, bis es noch ein bisschen höher geht. Und dann geht es in den Backofen. Die erste 10 Minuten mache ich 250 Grad. Und dann Rest 230 Grad. Nochmal ungefähr 40 Minuten. Also ungefähr 40 bis 45 Minuten. So, ich habe mal ein bisschen Wasser schon in meine Teigwanne gemacht und tue das dann ein bisschen mit Wasser hier ausstreiche. Bei mir kommt jetzt noch mal ein bisschen Sonnenblumenkörner drauf, weil es einfach gut schmeckt. Richtig schön viel Körner drauf. Mal schön gleichmäßig machen. Dann ist das wunderbar. Habt ihr das perfekte Kastenbrot. Und schmeckt aber viel besser wie vom Bäcker. So, das kommt jetzt im Backofen. Das ist noch ein bisschen hochgegangen.
So, da haben wir unser Kastenbrot. So sieht's aus. Das schneiden wir jetzt mal an. Vielleicht ein bisschen dünner noch schneiden. Also das perfekte Brot. Schneiden wir es gleich ganz auf. Ich lasse das mehr so ein bisschen der Küche liegen. Dann wird das schön knusprig noch. Guck mal, so super. So, schaut es euch an. Hammer geworden. Ich probiere jetzt mal auch. Total knusprig. Und total lecker. Super. Also lasst alles so wie es ist. Passt alles perfekt. Klasse. So, und dann noch eigene Leberwurst. Und mit dem Brot, da fallst du rückwärts um, so lecker ist das. Die Leberwurst könnt ihr sehen bei meinen YouTube-Videos, auch lecker. Ja, dann sage ich auch mal wieder tschüss, vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.